Hallo Herr Weißer, dies ist Ihr dritter Schulbasar als Schuldirektor. Was ist Ihre allgemeine Meinung dieses Jahr? Ja, also der Basar, kann ich nur sagen, ist ein voller Erfolg. Es sind ganz, ganz viele Besucher des Basars heute hier hingekommen, auch viele Altschüler. Unter der Hand ist das natürlich auch unser Altschülertreffen hier. Und es ist eine große Schulgemeinschaft, die man hier erfährt. Besonders schön ist natürlich all das, was angeboten wird auf diesem Basar. Viele Klassen haben sehr viel gebastelt, sehr viel hergestellt. Und wir haben auch in diesem Jahr ganz neu unseren Schulshop, der die ersten Artikel verkauft, mit Mallinckrodt-Aufdruck drauf. Da waren die Artikel auch besonders begehrt heute. Und ich bin sehr stolz darauf, dass so viele sich so beteiligen. Denn das ist ja der Zweck des Basars. Die Projekte, die werden also ganz toll unterstützt, die die Schulklassen sich ausgesucht haben. Und es ist ja eine ganze Reihe von Projekten unterschiedlicher Art, die davon profitieren können. Und haben Sie sich auch schon was gekauft? Ja, also ich habe schon mehreres gekauft. Zum einen habe ich ein sehr schönes Vogelhäuschen gekauft, aus einer Kokosnuss geschnitzt. Das fanden auch meine Kinder toll. Meine Familie war also auch heute hier am Basar, was sie damit mitbekommen. Dann habe ich, warten Sie, einen sehr schönen Stern erstanden. Irgendwo ist der. Dieser nämlich hier. Der wird also in unserem Weihnachtsbaum hängen und pranken. Und dann habe ich mich also mehrfach versorgt mit Waffeln, mit Kaffee. Auch Hotdogs waren dabei. Also rundum bin ich gut versorgt worden. Sehr schön. Also Sie haben auch schon Ihren Beitrag dazu beigetragen, hier zu helfen. Ja, das ist das Schöne an diesem Basar, dass man also gleichzeitig selber etwas bekommt, aber man auch mit einem guten Gewissen die Dinge kauft, weil man ja weiß, hier wird kein Profit gemacht, sondern der Erlös fließt eben sozialen Projekten zu. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Das war Herr Weißhaupt. Gerne.